Hier ist gute, ausgebaute Straße, was mir sehr gut gefällt. Man bekommt trotzdem viel von der Landschaft mit und ein bisschen Offroad ist ja auch dabei. Also so ist nicht. Oh Gott, wir sind ein bisschen zu schnell. Oh nein, nein, nein. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Folge 81. Wir sind hier in Alaska mal wieder. Haben uns den Royal BM-17 geschnappt, haben hier Pritschen aufbauen und den Kran dran gemacht. Man kann ja nie wissen. Wir haben den Top-Motor installiert, ja. Der auch leider extrem auf den Kraftstoffverbrauch drückt. Das muss man auch mal so sagen. Da müssen wir gucken, wie wir mit klarkommen. Ich meine, es geht ja noch. Ich meine, wir werden mal sehen, gerade auch auf der Karte, wo wir jetzt hinfahren, ist das eigentlich egal, weil die Karte wirklich sehr klein ist und sogar noch eine Tankstelle hat. Deswegen sehe ich das ja nicht so kritisch. Shit. Ja, 20 Kraftstoffschaden ist jetzt nicht so geil. Genau, wir sind eigentlich auch kurz vor dem Portal wieder zu Bergfluss, denn wir wollen Missionen machen, Freunde. Auf dieser Karte gibt es auch den wunderschönen Caterpillar, den wir ja schon seit einigen Folgen haben möchten eigentlich auch. Also der Motor zeigt dann halt wirklich gar keinen Erbarmen und gräbt sich überall auch durch so, aber ja. Gut, vielleicht müssen wir so den Allrad weniger aktivieren und am Ende gewinnen wir sogar Kraftstoff, weil wir so gut wie nie mit Allrad fahren müssen. Wobei das jetzt gerade ein schlechtes Beispiel ist, weil wir so gut wie immer hier gerade auf Asphalt fahren. So, ist gerade dunkel geworden. Können wir jetzt nochmal kurz so lassen. Ich denke, auf Bergfluss werde ich dann auch wieder heller stellen. Das war zur Abwechslung auch mal wieder die Nacht gesehen haben. So, auch mal schön. So, da sind wir doch. Passt. Auf geht's nach Bergfluss. Der deutsch-amerikanische Schmied Charles... das geht ja viel zu schnell. Mein Rechner lädt das Spiel zu schnell, um sich die Hinweise durchzulesen. Ist tipptopp. So, jetzt mal erstmal eine Sache. Wir könnten theoretisch das hier machen. Der Service-Konvoi. Der Service-Konvoi ist echt nicht viel. Ich das machen wir. Machen wir doch. Wir haben noch, ja, wir haben gerade mal 10 Liter. Naja. Machen erstmal wieder jetzt auf 6 Uhr morgens. Dann gucken wir mal, was wir für den Truck tun können. Wir kriegen den leider nicht. Das ist jetzt also so eine... Ist halt eine Mission, you have to do, aber leider nicht so schön, wie es gerne hätte. Nämlich, wir kriegen den Truck. Zum Aktivieren müssen wir natürlich erstmal hier hinfahren. Auch gut. Hey, ich bin Bennett von Alaska Silver Extraction. Der Serviceanhänger unseres Konvois steckt inmitten im tiefen Schlamm fest. Wir sind dringend auf ihn angewiesen und dürfen dich für deine Hilfe angemessen entlohnen. Wir würden dich angemessen entlohnen. 180 Erfahrung, 1200. Machen wir doch mal hier. Wie weit sind wir hier eigentlich? Auch schon auf einem guten Wege zu Level 10. Coole Sache. Fahrzeuge gefunden, 8 von 9. Das heißt, der Caterpillar ist dann auch offenbar das letzte in Alaska, oder was? Ne, es ist ja Michigan, Quatsch. Alaska haben wir 1 von 2 Fahrzeugen gefunden, okay. Naja, gut. Auch nicht gerade besser. den müssen wir mitnehmen. Ja, okay, der ist eh Schrott. Mal, kann man hier weiterfahren? Ja, das sieht nicht so geil aus, als wenn ich den jetzt einfach hier kurz zurückziehe. So, ich hoffe mal, dass der Truck reicht jetzt dafür. Wir haben ihn immerhin angemessen modifiziert. Mittlerweile. Oh, der Kraftstoffverbrauch ist echt schmerzhaft, ne? So mit der längeren Winde dürfen wir doch locker den noch ziehen können. Er hat einen leeren Tank, ist jetzt auch nicht so geil. Wir ziehen ihn erstmal so ran.
Oh, da war schon ordentlich zu tun, müssen wir sagen. Aber die Mission ist doch mit links hier. Die Mission ist hier echt schön einfach, weil wir müssen ja nur den kleinen Weg fahren bis zum... Warte mal, wo ist die Straße? Ja gut, ich bin jetzt natürlich komplett verpeilt, falsch gefahren. So. Damit haben wir die Mission ja eigentlich schon geschafft. Warum? Warum soll man bitte gestartet werden jetzt hier? Da sind natürlich noch die andere Mission da. So, Logistikzentrum, das ist ja super. Bitte nicht da runterfallen. Danke. So, da geht's noch weiter hier. Okay. Wir hatten wirklich Glück, dich zu treffen. Danke, dass du uns wieder mobil gemacht hast. 180 Erfahrung, 1200 Geld. Super. Nice. Fängt doch schon mal gut an. So. So, jetzt müssen wir mal gucken jetzt hier. Kaputte Brücke zum Beispiel. Setzen wir uns mal einen Punkt. Würde ich mal kurz schauen, was wir dafür brauchen. Und ich würde noch was ganz anderes lieber mal schauen, nämlich was wir für den Caterpillar denn so brauchen. Das ist nämlich das Ding hier. Achso, nee, das können wir doch machen. Wir müssen den nur reparieren. Und dann... Da fällt mir doch direkt mal was... Also ich weiß leider nicht. Ja, das ist doof, ne? Der braucht halt wahrscheinlich richtig viel Reparaturscheiß. Und diese Service-Anhänger hier, die scheinen aus irgendeinem Grund alle nicht zu funktionieren. Einfacher Arbeiter. Das würde ich gerne machen, aber wir brauchen halt Reparatur. Mist. Deswegen, ich halt jetzt erstmal kurz gucke. Wir müssen eh mal die Brücke erst in Gang bringen. Dann können wir das mal gerne uns vornehmen. Meine Idee war es, den P12 zu nehmen, da das Reparaturding drauf zu knallen, den hier zu nehmen, das Reparaturding drauf zu knallen und dann im Konvoi hier hinzufahren. Aber ich habe halt Angst, dass es nicht reicht und ich dann trotzdem zweimal fahren muss. Könnte dann ja... vielleicht noch einen Service-Anhänger mitnehmen. Aber wenigstens dann mal einer, der funktioniert. Dann würde es wahrscheinlich reichen. Und wir müssen ihn dann noch abschleppen. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin's. Singent, ich kann das nicht aussprechen, Ax. Entschuldige die Störung, aber unweit meines Dorfes sei eine Brücke eingestürzt. Wir versuchen sie zu reparieren, doch uns fehlt es an Fahrern. Kannst du uns helfen und Material transportieren? Ja, sicherlich. Was braucht da? Ihr braucht eine Betonplatte. Und das ist doch gar kein Problem. Leider braucht ihr die Betonplatte aber aus dem Lager. Okay, das Lager geht auch. Und muss uns aus dem Lager, müssen wir nur der Hauptstraße folgen. Tank müsste soweit eigentlich dann noch reichen. Und noch 230 Liter, das passt. Und das könnten wir diese Folge auch noch machen. Und
Dann müssen wir nächstes Mal uns aber leider um Reparatursachen kümmern. Es wird, glaube ich, nicht reichen, einmal zu fahren. Wir müssen zweimal fahren. Aber wenn wir das mit diesem Konvoi machen, dann müssen wir vielleicht nicht dreimal fahren. Das wäre dann ein bisschen blöd, weil wir ja immer wieder zur anderen Map müssen, um das zu reparieren. So, da hinten eine Betonplatte ist ja jetzt wirklich nicht so krass. Wenn es das ist, um die Brücke zu reparieren, dann ist es ja... Oh. Ist auch dicht, oder was? Oh. Ja, gut. Ist jetzt natürlich belastend. Ach, guck mal, hier ist aber die Tankstelle, oder? Er war hier immer schon eine und das ist hier noch eine. Warte mal, dann... Ja, warte mal, hier ist eine Tankstelle. Und da ist eine Tankstelle. Zwei Tankstellen. Ja, nice. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, dann sind ja sowieso alle Probleme gelöst jetzt hier. Das ist ja schön. Und alle Materialien, die wir brauchen, sind auf dieser Karte. Das ist eine schöne Karte, wie ich finde. Die ist auch recht leicht. Sie ist ja klein, sehr leicht. Kann man gut arbeiten mit. Hier ist gute, ausgebaute Straße, was mir sehr gut gefällt. Man bekommt trotzdem viel von der Landschaft mit und ein bisschen Offroad ist ja auch dabei. Also so ist nicht. Oh Gott, wir sind ein bisschen zu schnell. Oh nein, nein, nein. Du Wichser. Du bist ein richtiger Wichser. Ich wollte es gerade noch sagen. Okay, Freunde, dann machen wir es anders. Die Musik passt gerade zu gut. Das ist nicht geil, ey. Das ist echt ein gutes Spiel. Okay, pass auf. Wir machen es jetzt so. Mann, Dreier-Truck-Fahrer. Wir haben leider nicht so viele Trucks. So oder so dafür auch Geld bezahlen, ne? Okay, gut. Dann müssen wir das jetzt machen. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch unseren anderen Truck. Der steht dann hier. Schauen wir uns den mal an. Der kann auf jeden Fall den Wartungsding auch transportieren. Der P16 aber leider nicht. Abstellen, dann können wir... Wir haben sogar schon 2 von 3 Zielen gemacht, auch hier ist auch cool. Der P16, der konnte das aber auch, glaube ich, nicht. Nicht so gut. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal... nach Alaska in den Nordhafen. Also man kann direkt mit X in die Werkstatt. Habe ich jetzt natürlich wieder gecheckt. So, leider. Man kann ja auch so einen Anhänger nehmen, aber ich mach das nicht, Alter, ganz ehrlich. So, dann
Ja, das ist halt selbst. Es ist halt echt blöd, ne? Weil wir da ja jetzt auch nicht so gut hinkommen mit der Brücke. Ich würde halt glatt noch einen Anhänger irgendwie hinterherziehen mit einem Truck dann einfach. Jetzt sind wir auf den lahmen P12er leider angewiesen. Weil der halt auch dieses schön große Ding dabei hat. Ich glaube, für den Reparaturpunkten sind die doch alle gleich, oder? Ah. Er ist halt doch nochmal ein anderes Kaliber von Truck, ne? Das muss man einfach mal jetzt so sagen. Das Schöne ist, er bedreht sich auch nicht so krass, weil er halt langsam ist. Bessere Reifen bräuchte der halt jetzt noch, ne? Das ist das Einzige. Und dann ist das Ding halt Overkill, Freunds, Overkill. Frag mich nicht, warum ich das so behindert ausspreche. Es ist mir ja, naja. So. Ah, ich denke, die Taktik ist ganz gut. Dann müssen wir vielleicht nur noch einmal mit dem BM17 schnell dahin fahren wieder. Dann reicht das vielleicht schon. Wir gucken dann mal. Man sieht sogar was in diesen Spiegeln hier, in den Außenspiegeln. Egal, aber die sind auch ganz schön weit, ne? Die müssen dementsprechend weit montiert werden. Oh Gott. Bei der Fahrt guckt man immer nach vorne. Das hat doch einen Grund. Stein, ey, verpiss dich jetzt mal hier. So. Jetzt haben wir ihn zur Seite geschoben. Aha! Okay. Folge naht sich leider wieder dem Ende. Mist. Ich will eigentlich diese Scheißbrücke davor noch in Gang bringen, damit wir mit dem P12. Wir lassen den P12 einfach an der Einfahrt stehen. Tanken beide Trucks nochmal voll. An der Tankstelle hier. Dann werde ich noch 4 Folgen aufnehmen heute. Vielleicht schaffen wir es ja, den Caterpillar zum Laufen zu bringen. Auch wenn es nur ein Zugfahrzeug ist und man damit jetzt nicht wirklich dauerhaft herumfahren kann. Aber naja, naja. Was soll's. So, wieder links. Da dürfte auch schon die Tankstelle auftauchen. Ich denke, dabei werden wir es in dieser Folge auch belassen. Eigentlich schade. Ich wollte eigentlich die Brücke schon repariert haben in dieser Folge. Aber nein! Der Truck muss ja umfallen. Und wenn ich dann den P12 erst dahin geschickt hätte mit dem Anhänger, dann hätte ich halt nur einen Anhänger da gehabt. Und so haben wir gleich 2 Anhänger da. Und dann ist das, denke ich mal, die bessere Option jetzt hier. Aber auch hier hätte uns die automatische Winde retten können. Also das wäre schon so das Ziel, dass wir das überall so mit einbauen, ne? Eigentlich noch weit genug Kraftstoff, aber ich will nicht wissen, wie viel der da hinten gezogen hat. Deswegen. So, Truck wechseln. Truck wechseln. Nehmen wir doch nochmal. So, naja, hat er gesagt, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir wieder zu Bergfluss. Gucken dann mal, ob wir noch den Anhänger irgendwie hinter uns hergezogen kriegen mit der Winde. Hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Müssen wir jetzt einmal ein bisschen vorsichtiger fahren, dass er nicht wieder umkippt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.